So, jetzt erfülle ich wirklich mal einen direkten Auftrag des Ministers, und zwar sehr gern, weil er der Höflichkeit dient. Bevor ich unseren nächsten Keynote-Speaker nach oben bitte, muss ich sagen, dass der Minister gleich gehen muss. Er ist wirklich unter Zwang. Er muss nämlich einen Zug erreichen, und Züge kommen in Deutschland bekanntlich immer pünktlich, jedenfalls dann, wenn man zu spät kommt. Mit dieser Vorbemerkung darf ich Herrn Sonnleitner nach oben bitten. Warum der Präsident des Deutschen Bauernverbandes zu diesem Thema was zu sagen hat, muss man nicht erläutern. Was er uns zu sagen hat, darauf sind wir jetzt sehr gespannt. Danke, Frau Bruns, für die Einleitung. Darf mich noch beim Herrn Minister Gabriel bedanken und bei Frau Konrad. Sie sind ja noch da, Frau Ministerin. Ein herzliches Grüß Gott. Ich wollte mich heute offiziell beim Herrn Minister bedanken, zum einen für das Thema Anpassungsstrategie und zum anderen, dass ich als Vertreter der deutschen Landwirtschaft eingeladen worden bin. Bei Bauernversammlungen ist es oft so, wenn man eingangs gleich gelobt wird, die Frau Ministerin Konrad hat ihn gelobt, ich lobe ihn jetzt, dass dann der Hammer kommt. Aber heute hätte ich nur aufgezeigt, wie wir uns selbst in diese Diskussion als deutsche Landwirtschaft mit einbringen wollen. Wir sind ja als Landwirte besonders betroffen, und deswegen ist bei uns das Thema Klima ein Top-Thema, vielleicht in Klammern neben Milch. Aber es spielt bei uns eine große Rolle, was mit dem Klima auf uns zukommt. Und das Besondere daran ist, dass die Landwirtschaft Opfer ist, aber auch Täter und Wohltäter in einem. Und wir Bauern müssen mit den Veränderungen mit Klima, mit dem Wetter umgehen. Das sind wir von Kindesbeinen an gewöhnt. Unser Wirtschaften verursacht Klimaemissionen. Und das ganz Besondere dabei aber ist, wir binden auch CO2 in unseren Nutzpflanzen. Das wird leider in der Öffentlichkeit oft vergessen oder verschwiegen, je nachdem. Unstrittig ist, dass mit den prognostizierten Erderwärmungen gravierende Folgen für die Landwirtschaft sowie für die Ernährung der Weltbevölkerung verbunden sein werden. Minister Gabriel hat ja auch schon in Darfur darauf hingewiesen, das spüren wir aber auch in anderen Regionen der Erde. Und diese Szenarien beschreiben die Gefahr zunehmenden Hungers in der Welt sowie umweltbedingter Völkerwanderungen in bisher unbekanntem Ausmaß, aber eben auch große politische Spannungen bis hin zu den Kriegen. Und deswegen kann uns das alles nicht egal sein. Glücklicherweise ist es mittlerweile Konsens, dass der Mensch durch Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle und Erdöl einen entscheidenden Anteil hat und dass wir alle gefordert sind, entschieden entgegenzusteuern. Hierdurch verbessern sich die Chancen, das Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls gemeinsam mit den USA und anderen Staaten zu verabschieden, die sich bisher jeglicher internationalen Verantwortung verweigert haben. Alleine aber mit der Vermeidung und Verminderung des Klimawandels und seiner Folgen wird es nicht getan sein. Es ist keine Kapitulation vor dem Klimawandel, sich an diesem anzupassen, sondern ich sehe es als unsere Pflicht an, alles zu tun, um sich auf unausweichliche Veränderungen einzustellen. Für uns Landwirte ist die Anpassung an den Klimawandel schlicht und einfach eine Frage der Zukunftssicherung. Und dies gilt nicht nur für unsere Branche, sondern für die gesamte Gesellschaft ist dies von hohem Interesse. Die Landwirtschaft muss auch zukünftig die Lebensgrundlagen unserer Gesellschaft bereitstellen. Qualität hochwertiger Nahrungsmittel in ausreichender Menge, agrarische Rohstoffe zur Verwendung in der Bioenergie und Erhaltung und Schaffung einer vielgestaltigen Kulturlandschaft, wie wir sie Gott sei Dank in Deutschland eben erleben dürfen. Deshalb heißt es für uns in der Landwirtschaft herauszuarbeiten, worauf sich die Land- und Forstwirtschaft klimabedingt einzustellen hat. Es gibt eine unüberschaubare Anzahl von Prognosen und Zukunftsszenarien, deren Ergebnisse im Trend jedoch im Wesentlichen übereinstimmen. Der Klimawandel wird zu höheren Temperaturen und geänderten Niederschlagsverteilungen führen. Und mehr Wetterextreme werden vorhergesagt. Wir haben sie aus dem Vortrag der Ministerin Konrad ja gehört. Vor allem die Veränderung der Wasserversorgung wird die Landwirtschaft besonders treffen. Wasser ist der oder fast alles entscheidende Faktor in der Landwirtschaft.
Und da stimme ich mit Ihnen überein, Frau Ministerin Konrad, wir können fehlenden Regen nicht automatisch mit mehr Bewässerung ausgleichen. Da brauchen wir auch intelligentere Strategien. Diese witterungsbedingten Einflüsse werden sich nachhaltig auf die Ertragssicherheit landwirtschaftlicher Kulturen auswirken. Zunehmende Wetterextreme wie eben Frühjahrstrockenheit, Starkregen werden zu Ertragsschwankungen und aber auch Ernteausfällen führen. Die Vegetationszeiten und Anbauregionen von Kulturen werden sich verschieben. Die Verbreitung von neuen, bisher unbekannten Pflanzenkrankheiten und Schädlingen wird zunehmen. Gerade jetzt haben wir ein bitteres Beispiel, dass die sogenannte Mücke Nitze die Alpen übersprungen hat und das Unwesen bei uns treibt, sodass wir gegen Blauzungenkrankheit impfen müssen. Diese Krankheit hat ja in den letzten Jahren über 10.000 Kühe hinweggerafft und über 30.000 Schafe. Also man sieht schon, welche Dimensionen das dies annehmen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich warne aber vor Schwarzmalerei. Die Landwirtschaft in Nord- und Mitteleuropa und damit auch die deutsche Landwirtschaft kommt bei den Auswirkungen des Klimawandels im Vergleich zu anderen Standorten noch mit einem blauen Auge davon. Sicherlich auch innerhalb der deutschen Landwirtschaft wird es sowohl Gewinner und Verlierer geben, je nach Region und Abhängigkeit von der Wasserversorgung. So kann es im Westen und im Norden Deutschlands verbesserte Anbaubedingungen und auch höhere Erträge ergeben, während dort, wo die Wasserversorgung zum Teil schon jetzt der begrenzende Faktor ist, wie hier Berlin und Brandenburg, werden deutliche Veränderungen in den Anbauverhältnissen uns bevorstehen. Aber insgesamt war und ist die Landwirtschaft seit jeher durchaus anpassungsfähig an sich wandelnde Klimabedingungen. Das wird auch in Zukunft der Fall sein. Die Frage ist nur, ob die Anpassungsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft der Geschwindigkeit und Stärke des Klimawandels gewachsen wird. Und ich stelle als Landwirt fest und damit als starker Naturbeobachter, dass die gefühlte und die tatsächliche Geschwindigkeit übereinstimmen und dass es rasend schnell auf uns alles zukommt in der Entwicklung. Die am häufigsten von Journalisten gestellte Frage in diesem Zusammenhang ist, das wurde heute auch schon ein bisschen andiskutiert, wann die ersten Bananen in Brandenburg oder der erste Wein in Schleswig-Holstein angebaut wird. Das mit dem Wein haben wir ja schon abgearbeitet mit den beiden Vorrednern. Die Bananen schließen wir jetzt noch einmal aus. So schnell geht es dann doch wieder nicht. Aber wir arbeiten bereits in Teilgebieten mit günstigeren klimatischen Verhältnissen und ausreichenden Niederschläge an zwei Ernten im Jahr, zum Beispiel Wintergerste und Buchweizen, zwei metrische Früchte, die bereits in einigen Gebieten gehen, oder eben auch in gewissen Lagen Roggen und dann Hirse, Sorghum, das in wärmere Gebiete sehr gut hineinpasst. Also Sie sehen, wir versuchen schon hier in die Gänge zu kommen und das Beste daraus zu machen. Aber wir brauchen noch mehr Antworten und die Entwicklung von noch gezielteren, noch besseren Anpassungsstrategien. Und dies kann uns nur die Forschung liefern. Die klassische Agrarforschung ist hierbei besonders gefordert. Und es bedarf einer Renaissance der in der vergangenen Jahre sträflich zurückgefahrenen Agrarforschung. Anders als wie noch vor einigen Jahren gedacht, ist die Landwirtschaft nicht ausgeforscht, sondern Agrarforschung ist Zukunftsforschung. Und danke, Frau Ministerin, dass Sie da Geld zur Verfügung gestellt haben. Ich erlebe als deutscher Bauernpräsident, dass in den meisten Agrarfakultäten oder dass die meisten Agrarfakultäten in Deutschland als Steinbruch für andere Ressorts hergenommen werden, weil wir aufgrund unseres föderalen Aufbaus natürlich unsere Schwierigkeiten haben. Ich möchte an alle Politiker und Verantwortlichen appellieren, Agrarforschung ist Zukunftsforschung, dort darf es keinen Steinbruch geben, sondern da brauchen wir Ausweitung. Und wir brauchen eben Forschung an neuen Sorten, an neuen Anbausystemen und neuen Kulturen. Und da reichen auch keine Dreijahresprojekte, sondern wir in der Landwirtschaft denken, wenn es um Züchtung geht und um Entwicklung geht, in 10, 20-jährigen Schritten oder auch in Generationen-Schritten, gerade was Züchtung eben mit anbelangt. Und die gesamte Forschung im landwirtschaftlichen Bereich muss die Herausforderung des Klimawandels eben mit einbeziehen. Veränderte Saatzeitpunkte,
Minimalbodenbearbeitungssysteme, verbessertes Wassermanagement, gerade im Hinblick auf Starkregen und Erosionsproblematik, Anbau neuer Kulturen sind Zukunftsfragen der AK-Forschung und auch für uns Landwirte. Und diese und weitere Anpassungsschritte sind bereits sehr umfassend in der im vergangenen Jahr verabschiedeten nationalen Anpassungsstrategie an den Klimawandel enthalten. Die Strategie auszuführen bzw. in den kommenden Jahren umzusetzen, wird eine enorme Herausforderung für uns sein. Und wir als Deutscher Bauernverband werden uns an der Umsetzung der Strategie konstruktiv beteiligen, genauso beim Weißbuch auf EU-Ebene. Und ich biete hierfür ausdrücklich unsere Zusammenarbeit an. Es liegt in unserem Interesse, wir wollen gestaltend mitwirken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Agrarforschung kommt der Pflanzenzüchtung eine Schlüsselrolle zu. Die landwirtschaftlichen Kulturen und Sorten der Zukunft müssen beispielsweise eben besser mit der knappen Wasserversorgung auskommen, stark schwankenden Temperaturen und anderen Wetterextremen Widerstand leisten. Und, ob wir wollen oder nicht, auch die grüne Gentechnik dürfen wir in diesem Zusammenhang nicht ausblenden. Die Anwendung innovativer Zuchtmethoden muss in der Forschung und Freilandversuchen nach wie vor möglich sein. Kommerziellen Anbau wollen wir nur dann, wenn der Verbraucher ihn will bzw. darin einen Vorteil sieht. In Anbetracht der stärkeren Schwankungen und durch das zunehmende Risiko von Wetterextremen bedarf es verbesserter Prognosemodelle und Entscheidungshilfen für unsere deutschen und europäischen Landwirte. Ebenso müssen zum Beispiel steuerliche Rückstellungen und Absicherungen für stark zunehmende Ertrags- und damit auch Preisschwankungen vorgesehen werden. Es kann vom Landwirt nicht verlangt werden, dass Gewinne in guten Jahren hoch versteuert werden, während dieselben Unternehmen bei witterungsbedingten Totalausfällen unverschuldet in die Illiquidität hineinrutschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die im weltweiten Vergleich privilegierte Situation der deutschen und der mitteleuropäischen Landwirtschaft darf aber kein Anlass für entspannte Zurückhaltung sein, sondern erst recht eine Verpflichtung für eine hochproduktive, effiziente und nachhaltige Landwirtschaft. Auf den produktiven Standorten der Welt, auf Produktion zu verzichten, wäre hingegen im weltweiten Maßstab unverantwortlich. Die Zeiten von staatlich geförderter Stilllegung und Extensivierung sind vorbei. Es ist die Verantwortung derer, die künftig Landwirtschaft betreiben können, auf ihren Standorten eine hocheffiziente, den Herausforderungen der Märkte angepasste Erzeugung agrarischer Rohstoffe sicherzustellen. Die staatliche Agrarförderung muss künftig auch darauf ausgerichtet sein, einen Ausgleich für die hohen gesellschaftlichen Anforderungen auch im Klimaschutz zu geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Rahmen der Internationalen Grünen Woche hier in Berlin haben wir in diesem Jahr das Internationale Agrarforum mit vielen Agrarministern und hochkarätigen Wirtschaftsvertretern aus aller Welt initiiert, unseren Weltagrargipfel sozusagen. Das Topthema war für uns Welternährung im Jahre 2020. Die Jahre 2007 und 2008 waren für alle ein Weckruf, dass Rohstoffe nicht jederzeit, nicht unbegrenzt und nicht fortgesetzt zu Niedrigpreisen verfügbar sein werden. Die weltweit steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen erfordert einen Paradigmenwechsel in der Betrachtung des Werts und der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen. Eine Anpassungsstrategie ist auch darin zu sehen, dass der Vergeudung von Flächen durch Entsiegelung Einhalt geboten wird und nicht länger auf Produktivität oder hocheffiziente Wirtschaftsweisen im Pflanzenbau und in der Tierhaltung verzichtet wird. Nicht akzeptieren kann ich dabei den häufig von Umweltseite reflexartigen Vorwurf einer umweltschädlichen Intensivierung. Vielmehr geht es um höhere Erträge bei geringeren Umweltauswirkungen, ganz im Sinne und entsprechend dem Auftrag der Agenda 21 von der Rio-Konferenz des Jahres 1992 für eine nachhaltige Entwicklung, wonach eine intensive Nutzung der vorhandenen Fläche erfolgen soll, ohne die Produktion auf bisher ungenutzte Flächen auszudehnen.
Es ist eine scheinheilige, eine falsch verstandene Klimapolitik in Deutschland und in Europa auf Verzicht und Extensivierung in der Landwirtschaft zu setzen und gleichzeitig die Klimaschutzprobleme ins Ausland zu verlagern. Und lassen Sie mich noch ein Wort dazu sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei uns im allgemeinen Sprachgebrauch und der Political Correctness ist intensiv, wenn es um Landwirtschaft geht, immer automatisch schlecht und Extensivierung automatisch gut. Beides stimmt nicht. Intensivierung ist nicht automatisch schlecht eben, sondern das kann genauso gut sein. Es geht um die Abwägung der Faktoren Klima, Boden, Bewirtschaftung. Und genauso ist es bei Extensivierung. Wir haben Gäulagen, wo da muss ich aus Umweltgründen, auf Verantwortungsgründen der Welternährung und Klimawandels gegenüber eben intensiv produzieren. Und ich habe viele Regionen in Deutschland, wo aufgrund des Klimas und Bodens eben extensiv gewirtschaftet werden muss. Ich bitte hier immer, die Fakten und die Inhalte genau abzuwägen und nicht in Klischees intensiv schlecht und extensiv gut zu verfallen. Parallel zu dem weltweit steigenden Bedarf an agrarischen Rohstoffen setzt die Politik auf eine Umstellung der Energieversorgung, Stichwort weg vom Öl, durch einen nachhaltigen Ausbau der Biomassenutzung und mit der Biodiversitätsstrategie auf eine Ausdehnung der Flächenanteile für Natur- und Artenschutz. Angesichts dessen fordere ich die Umweltpolitiker auf, endlich die Enden der verschiedenen Politikbereiche zusammenzubringen und die Landwirte nicht mit den entsprechenden Zielkonflikten alleine zu lassen. Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit von produktiv landwirtschaftlichen Böden ist eine kritische Überprüfung aller konkurrierenden Flächenansprüche längst überfällig. Zuvorderst gilt es, endlich den Flächenverbrauch durch Siedlungs- und Verkehrsmaßnahmen zu stoppen. Aber, und dem muss sich auch der Naturschutz selbstkritisch stellen, auch der Naturschutz muss flächeneffizienter werden. Auch wenn wir heute eher die Anpassung an den Klimawandel im Vordergrund steht, möchte ich dennoch kurz auf die anderen Säulen landwirtschaftlicher Betroffenheit eingehen. Wie alle anderen Wirtschaftsbereiche werden natürlich auch in der Landwirtschaft Treibhausgase frei. Das will keiner von uns leugnen. Aber ich fordere eine Versachlichung und nüchterne Betrachtung der Fakten über landwirtschaftliche Emissionen. Hierzu gehören aus meiner Sicht keine verkehrten Vergleiche von Kühen und Autos, die eher der Effekthascherei dienen, uns aber der Wahrheit und erst recht der Lösung keinen Millimeter näher bringen. Zu einer fairen Klimabilanz zählt sowohl die Einbeziehung der positiven Klimaschutzleistungen der Landwirtschaft, ebenso wie der auch in der Landwirtschaft unzweifelhaft vorhandenen Emission von Treibhausgasen. Das Besondere ist, die Land- und Forstwirtschaft bindet in ihren Produkten, ob Wald oder Böden, CO2 und kann so zu einer Entlastung der Klimabilanz beitragen. Das bei der Ernährung wieder frei werdende CO2 wurde zuvor in weiten Teilen gebunden. Es ist somit weitgehend in der Landwirtschaft ein Nullsummenspiel. Die Emissionen von klimaschädlichen Treibhausgas, Methan, Lachgas und CO2 sind mit einem Anteil von rund 7% aller Treibhausgase vergleichsweise gering und wurden von uns seit 1990 um gut 22% gesenkt. Eine enorme Leistung, wie ich meine. Diesen Emissionen stellen wir uns und werden weiter unseren Beitrag zur Reduzierung leisten, durch Effizienz und nicht durch Verzicht. Die weitere Steigerung der Effizienz landwirtschaftlicher Produktionsverfahren durch verbesserte Fütterung, Optimierung der Düngung wird die Landwirtschaft in die Lage versetzen, auch in Zukunft ihre Emissionen weiter zu senken. Während aber in der Automobilbranche Effizienzstrategien zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes führen sollen, werden für Landwirtschaft und Ernährung zunehmend Verzichtsstrategien gefordert. Im Zuge dessen muss die als Klimakiller gegoltene Kuh, die der Produktion gesunder Milch dient, als Argument für Fleischverzicht herhalten. Ich glaube, meine Damen und Herren, fürs Klima ist es relativ neutral, ob das Gras draußen auf der Weide verfault und verrottet oder ob die Kuh es zuerst frisst und uns Milch und Fleisch liefert.
aber der volkswirtschaftliche Nutzen ist im zweiten Fall wesentlich größer und die Effizienz ist natürlich auch besser. Meine sehr verehrten Damen und Herren, weltweit steigt die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Rohstoffen und veredelten Produkten. Werden wir in Deutschland eben über Verzicht reden oder den auch noch verordnen wollen? Fürs Klima ist vielmehr das Bewusstsein bei dem Verbraucher für eine ausgewogene Ernährung mit hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten erforderlich als reine Verbots- oder Verzichtsstrategien. Eine Ernährung mit regionalen und saisonalen Produkten ist sicherlich ernährungsphysiologisch und fürs Klima erste Wahl. Gleichzeitig hilft es auch der heimischen Landwirtschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Land- und Forstwirtschaft wird zukünftig mehr denn je gebraucht zur Erzeugung von Nahrungsmitteln in ausreichender Menge und hervorragender Qualität. Die Land- und Forstwirtschaft ist auch als Problemlöser beim Klimaschutz gefordert, weil sie durch den Anbau und der Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen und erneuerbaren Energien fossile Rohstoffe ersetzt. Die Land- und Forstwirtschaft ist Teil der Lösung und nicht das Problem. Das möchte ich extra nochmals betonen. Wir sind Teil der Lösung und nicht das Problem. Dass dies auch weiterhin auf nachhaltige Weise erfolgen muss und nicht durch Raubbau in der Natur, ist für mich keine Frage. Und unsere deutschen und europäischen Standards im Fachrecht sowie über Cross-Compliance stellen dies für die heimische Produktion sicher. Die tatsächlich vorhandenen Klimaschutzleistungen der deutschen Land- und Forstwirtschaft werden aber bisher mit anderen Wirtschaftsbereichen wie dem Verkehr bzw. dem Wärme- und Energiesektor gutgeschrieben. Hier sollte man die Leistungen der Land- und Forstwirtschaft nicht aus dem Auge verlieren. Diesen Beitrag nachwachsender Rohstoffe im Wärme-, Strom- und Biokraftstoffsektor werden wir nachhaltig ausbauen. Daneben müssen perspektivisch auch die Senkenleistungen der Land- und Forstwirtschaft in Böden und im Wald erschlossen werden. Die Landwirtschaft wird hiermit ihrer Verantwortung im Rahmen des Klimawandels gerecht. Zusammenfassend fordere ich eine Gesamtstrategie für die Landwirtschaft. Zu dieser Strategie sollten folgende Standpunkte gehören. Erstens, Revitalisierung der Agrarforschung und Förderung der Zukunftsforschung zur Anpassung des Klimawandels. Aber auch hier bitte ich mehr Offenheit und nicht ideologische Beschränktheit. Wenn ich sehe, dankenswerterweise hat Frau Ministerin Konrad die Douglasie positiv angesprochen, was wir da oft Widerstände haben, wenn es um die Douglasie geht. Warum versuchen wir es nicht mit Sequoiodendrum giganteum? Es gibt so viele Baumarten, die bei uns auch interessant werden, wenn wir schon ernsthaft auf den Klimawandel eingehen. Oder in meiner Heimat spüre ich es, ich komme aus einer Gegend mit einem sehr schwülen, feuchten, niederschlagsreichen, warmen Wetter. Da schaltet im Sommer der Weizen ab, aber der Mais ist gesund und wächst und produziert als CO2-Pflanze doppelt so viel Sauerstoff und bindet doppelt so viel CO2 wie andere Pflanzen. Und trotzdem wird der Mais dann verteufelt. Also da bitte ich um mehr Offenheit, wenn wir uns anpassen, dass es hier nicht ideologische Scheuklappen gibt, sondern dass wir Neuem gegenüber aufgeschlossen sind. Zweitens, Paradigmenwechsel in der Betrachtung landwirtschaftlicher Flächen. Es ist eine Strategie zur drastischen Reduzierung des täglichen Flächenverbrauchs und zur Überprüfung aller konkurrierenden Flächennutzungsansprüche erforderlich. Drittens, Effizienzstrategien in der landwirtschaftlichen Produktion durch eine hocheffiziente und produktive Bewirtschaftung voranbringen. Und viertens, Landwirtschaft als Teil der Lösung anerkennen und den Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Klimaschutz nachhaltig ausbauen. Hiermit wird die Landwirtschaft in die Lage versetzt, sich den veränderten Bedingungen anzupassen und gleichzeitig ihre Aufgabe in der Gesellschaft weiterhin zu erfüllen. Abschließend biete ich noch einmal mit Nachdruck unsere Zusammenarbeit an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.